Jo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Squad-Builder und heute ist es ein Bronze-Squad-Builder für das Bronze Connect für die Bronze Connectings für das Bronze Connect Turnier und ja, das könnt ihr dann benutzen. Es ist jetzt nicht so übelst krass, es ist eine einfaches Hybrid mit einem, also mehreren richtigen Spieler, aber einen, der ist schon was Besonderes und wir schauen das erstmal an. Vielleicht seht ihr ihn schon. Komm, wir gehen sofort dahin. Es ist Mathis Bolli. 97 Tempo, damit ist es die schnellste normale Karte im Spiel. Und ja, wir fangen mit dem Torwart an. Das ist Nelson, ein recht solider Bronzekeeper, der da schon ein bisschen was hält. Und ja, der erste Innenverteidiger ist eher der ein bisschen defensiv und physical besser ist. Der zweite auch noch defensiv und physical gut, aber 81 Tempo hat er. Das gefällt mir an ihm. Und ja, beide recht stark. Eine in der englischen vierten Liga, der eine in der englischen dritten Liga. Und ja, unser rechter Verteidiger hat ganz genau 90 Tempo, 67 Physical, 65 Dribbling, 59 Defensive für einen Bronzespieler. Einfach nur mega. Ja, der ist stark. Ich habe das der Team noch gar nicht gespielt. Einfach nur mal zum Zeigen. Ich will nachher das Bronze-Dingens machen. Bronze-Turnier. Und ja, der Linksverteidiger ist Hill, der ist jetzt nicht so schnell, aber das macht Donatian da schon, aber der ist dann defensiv und physical einfach besser. Konnte man genauso gut umgekehrt machen, dann wäre es noch ein bisschen besser, aber dann bekommen beide keine Chemie. Und ja, ist aber ein recht starker und wir machen weiter mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Da haben wir Kumas, ein recht starker Bronze. Zentral Mittelfeldspieler mit 66 Schuss, 70 Passen, 66 Dribbling, 58 Physical, 50 Tempo jetzt nicht so gut, aber sonst richtig gute Werte. Gartner ist dann unser Allrounder und auch unser Spielemacher. 66 Tempo, 58 Schuss, 63 Passen, 66 Dribbling, 61 Defensive, 63 Physical. Ja, das ist stark für einen Bronzespieler. Richtig krasse Allround-Werte, alles, fast alles über 60 und ja. Der nächste Santan-Mittelfeldspieler ist eher der schnellere, nämlich Bubu. Können wir auch genauso gut umgekehrt machen, aber das machen wir nicht. 100 Tempo, 61 Dribbling, 57 Schuss. Das ist das, was so ausgrünt. Und ja, der linke Flügel ist Golli. Jetzt nicht der allerschnellste für diese Position. Aber 75 Tempo ist noch in Ordnung. Dazu hat er noch 64 Dribbling, 58 Schuss, 56 Passen und 59 Physical. Auf jeden Fall recht in Ordnung. Unser Stürmer ist dann Poyan Ballo. 73 Tempo, 64 Schuss, 66 Dribbling, 60 Physical, 52 Passen. Das ist in Ordnung. Ich finde das stark. Das ist gut. Ja, für einen Stürmer, für einen Bronze-Stürmer ist das richtig stark. Und daneben Bulli. 97 Tempo, 61 Schuss, 65 Dribbling. Naja, den kann man einfach nichts sagen. Wenn wir da noch so einen Hunter drauf machen, oder ja, einen Hunter, dann ist das einfach der 100 Tempo. 100. Schnellster Spieler im Spiel wäre das dann. Und ja, das ist das Team, mit dem kann man ganz gut spielen, würde ich mal so behaupten. Und ja, dann würde ich sagen, was ist von diesem Video und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.